Hallo und willkommen zurück bei Soma. Endlich geht es auch hier wieder weiter. Ja, das war ein bisschen unglücklich, denn direkt nachdem ich die erste Folge aufgenommen hatte, wurde ich dann erstmal krank und jetzt ist aber wieder alles im Lot und wir können auch hier endlich weitermachen. Wir sind unter Wasser angekommen und alles ist so ein bisschen, naja, oder ein bisschen mehr mysteriös. Und wir schauen uns jetzt hier einfach mal weiter rum, denn genau in dem Raum sind wir in der letzten Folge hier hinten angekommen. Und bin gespannt, was uns hier erwartet. Genau, da sind wir durchgekrochen. So, hier klebt ein Zettel. Ah ja. Auf keinen Fall das Strukturgel-Leck berühren. Sein Effekt auf die Wow kann nicht bestätigt werden. Störfall wurde bereits SSI Volcheck gemeldet. Okay. Na, dann fassen wir das doch mal an. Funksignal blockiert. Zu wenig Strom. Hey, can you hear me? Na, komm. I need it. Scheiße brauchst du. Klemm dir alles ab, was du nicht brauchst. Ja, gute Nacht. Dann ist ja hoffentlich gleich wieder genügend Energie für uns übrig. Oh, das ist sehr klein. Das kann ich kaum lesen. Okay, wir müssen irgendwas neu starten. Ja, das hier sieht doch gut aus. Drücken wir da mal drauf rum. Knöpfe drücken kann ich gut. Manuelle Bootsequenz. Ich kann hier aber nichts machen. Warte mal, halt. Okay. Ich dachte, ich könnte mit dem zweiten Knopf schon die S2 starten. Ich wusste nicht, dass der S1 anhält. Okay, Kühlflüssigkeit, ja, lädt auf. Turbinen beginnen sich zu drehen. Hauptstromversorgung läuft. Kommunikationssysteme sind online. Türen werden aufgeschlossen. Fantastisch. Ja, geht auch. Ja, danke nochmal, ne, für den Strom. Station Lissabon, Portugal, irgendwas in Spanien, Delta, Theta, Epsilon. What's happening? Hello, is there anyone there? Hey, can you hear me? I hear you. Absalon, what's going on? I have no idea. I just sort of woke up here. In the room right now? It was like a seat with a helmet. Is that right? What's your name? I'm Simon Jarrett. And what do you... Ah, signal. Damn relays. Where are you now? Someplace dealing with electrical power. I'm not sure if it's a plant or a transformer. Yeah, you're probably in a thermal plant somewhere. You want to go upstairs to the comm center. It's the room with the dome ceiling. Hey, look, this place is not... There's something seriously wrong here. Hello? I'm sorry, I didn't catch that. We lost another relay. Just listen, head for the comm center upstairs. I'll wait here. Doot, doot, doot. Sehr schön. Da haben wir uns mal mit Standort Lambda unterhalten. Wir sind Epsilon gerade, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. So, wir machen mal die Tür auf. Was soll schon passieren? Ich weiß nicht, so Rotorblätter hier, die haben auch immer irgendwas Geiles an sich. Weiß ich nicht, gefällt mir. So, was haben wir denn hier zum Rumklicken? Genau, Epsilon Standard oder Standard. Druck 2000 Bar. 2000, ja? Okay. Na gut, wir sind recht tief. Aha. 143 Tage war die Ausfallzeit. Wow. Energieproduktion 426 Megawatt.
Ja, gar nicht schlecht, ne? Man könnte sich doch hier auch... Moment, wie war denn das? Ah ja, genau. Wenn ich R1 halte, oder LT, RT, oder RB, ja, scheißegal. Ich kann mich auch so ein bisschen um die Ecke lehnen, falls notwendig. Gibt es eigentlich irgendeinen geistigen Nachfolger zu Soma? Weiß das jemand? Ich meine, ich hätte mich da mal umgeschaut, aber auch schon wieder eine Weile her. So, wir können ja auch springen. Ja. Ah ja. Okay, nee, dann gehen wir erstmal da runter. Bevor ich da versuche, über die Lücke zu springen. Oh, fuck. Na toll. Das ist auch echt arschdunkel hier, ne? Also, Taschenlampe oder so ein Kram? Nee. Also. Oh. Huch. Nanu. Das ist doch das Vieh aus der letzten Folge, was uns da schon mal irgendwie, als wir durch so eine Tür wollten, überrannt hatte, oder nicht? Tja, wenn ich jetzt wüsste, wo wir lang müssen. Da drüben geht's hoch. Oh, jetzt hat er mich, glaube ich, gesehen. Muss man... Muss man zwingend kriechen oder... Nein, dreh dich nicht, nein. Oh. Ja, das ist natürlich jetzt Pech, hier geht's nicht weiter. Also hinter mir, da vorne schon, aber da ist er ja gerade. Eventuell da hinten leuchtet was grün, sehr offensichtlich. Wahrscheinlich muss ich da hinten irgendwie erstmal hin. Was ist das hier? Seite der zerstörten Brücke. Ach guck mal, da kann ich wieder die Hand reinhalten oder so. Kann ich hier drüber springen? Ja, das ist jetzt leider sehr ungünstig. Kann da die Treppe hochkommen? Oh ja. Ich hoffe, es passiert nichts, wenn ich runterfalle. Okay, cool. So, dann fingern wir mal hier drin rum. Ach so, das ist wieder Heilung. Ah ja, stimmt. Ah, ich habe das gerade. Ja. Huch. Ah, Sackgasse. Ich komme hier, ich komme nicht weg. Doch, nein. Spring, auch nicht. Das war's. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich muss mich nochmal umschauen. Ach so. Ich bin wieder hier an derselben Stelle. Der hat uns gerade erwischt. Da sind noch zwei rote Knöpfe über dem Teil. Ich weiß nicht, ob ich die aktivieren kann. Ah, nee. Nochmal heilen oder so geht nicht, ne? Es ist nicht so wahnsinnig schwierig, dem Vieh auszuweichen. Ach ja, hier drüben ist ja noch die andere Treppe. Und da kam der raus. Na komm, wir gehen erstmal hier hoch.
Aha. Das ist grün, fantastisch. Au, hoch. Nein, ja. Ach komm schon, ich wusste nicht, dass das Schaden verursacht. Hätte ja auch normaler Dampf sein können, der keinen Schaden macht. So, das Vieh bleibt hoffentlich da hinten, was auch immer das sein soll. Das ist jetzt ein bisschen ungünstig, ich habe gerade nichts zum Heilen. Oh, hier ist Sackgasse. Ich glaube, die Sicht wird so lange schlecht bleiben, wie wir verwundet sind. Weiß ich natürlich nicht, wo ist denn der Kumpel hier? Da hinten. Oh, 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 der kommt ja gerade hierher. Ich dachte, der geht in die andere Richtung. Da ist noch ein Ventil, vielleicht muss ich da ran. Probieren wir das mal hier. Huch! Oh oh. Ist jetzt hier oben das Zeug aus, dass ich hier durch kann? Okay, cool. Ja, fantastisch. Ich glaube, wir sind erstmal sicher. Angeschlagen, aber sicher. Erstmal dran gewöhnen, dass ich hier an verschiedenen Dingern rumfummeln kann. Oh, Gott sei Dank. Kann ich mich hier irgendwo heilen? Amy und Rogers, ja. Oh, da hat wieder die Dame gemalt, ne? Die da in dem einen Unterwassergang aus der ersten Folge schon Zeichnung angefertigt hatte und von der wir was lesen konnten. Ja, hier, guck mal, genau, Amys Sketchbook. Können wir drin rumblättern? Ne, das geht nicht, ne? Wenn ich zeichne, sieht es immer noch so aus wie in der zweiten Klasse. Oh, was war das? Ah, da hinten. Da kann ich wieder meinen Finger reinstecken. Reinste Messi-Bude hier unten. So, wo sind wir denn gerade? Ich hab. Ach! Da oben. Bei. Du bist hier. Das habe ich gesucht, aber ich habe es nicht gesehen. Da rechts. Warte mal. Habe ich hier einen Mauszeiger? Nee. Da rechts. Da sind wir. Gut. Sagt mir dann trotzdem nichts. Aber wir finden schon einen Weg. Na komm, wir heilen uns erstmal, damit die Sicht wieder besser wird und wir nicht die ganze Zeit hier so rumhampeln. Ja, Finger rein. Lager, aha. Halt. ID.
555 Nase. Oh, geht denn kein im Spiel. Darf doch nicht wahr sein. Da kann ich nicht ziehen. Da würden wir durchkommen. Okay, wir schauen uns erstmal wieder um. Da geht es auch weiter. Da liegt auch jemand. Da ist auch wieder eine Tür. Ich weiß gar nicht, ob das Spiel Checkpoints hat oder ob ich immer mal... Ach nee, man kann nur speichern und beenden. Ja, das wird dann wahrscheinlich Checkpoints irgendwo haben, wenn wir mal sterben. Der Effekt ist ganz cool gemacht, wenn das so reinzoomt, wenn du da irgendwas anfasst und dann so. Und dann kommt da die Erinnerung oder was auch immer das darstellen soll. Okay. Hier könnte noch was passieren, aber das sieht nicht so aus. Der scheint defekt zu sein. Wir gehen erstmal hier rüber in den Gang, wo der Typ rumliegt. Meiste. Irgendwie cool, aber es kann auch mal verwirren, weil du dann nicht weißt, ja, brauche ich es jetzt oder brauche ich es nicht? He's dead. Ist das Karl? Gib mal her. ID 0722, das merken wir uns mal. Genau, Semken Karl. 0722, brauchen wir für einen PC dort hinten. Was ist das hier? So, oh, Entschuldigung. Moment. Did you get the final backup turbos going? Everything is wired evenly. We've hedged our bets as much as we possibly can. So that's it? Enough power to run Pathos 2 until the next apocalypse. We're ready to go. I really hope we didn't mess anything up. I don't want to have to come back here again. Relax, it's over. We're going to Theta. Maybe we should seal more blocks. I don't trust the helpers to let this place run in peace. We've sealed everything. Everything from the barracks to the comm center. If anyone ever sets their foot here again, they're gonna have a hell of a time getting around. Ah! Das zu. Da wird es hochgehen. Ah, das ist immer so die Frage mit verschiedenen Wegen, die man gleichzeitig gehen könnte. Eventuell ist hier zu. Ne, da ist wie so eine Schleuse oder sowas. Ne? Wir geben erstmal seine ID ein. Oh, ich habe mich einmal, ja, ohne Scheiß, ne? Schon viele Jahre her, da bin ich auch mal in irgendeinen Keller runtergegangen. Und da war auch, das war stockdunkel, ich, ja, Licht gerade nicht gefunden oder was, und wirklich keine anderthalb, zwei Meter rein, war auch so eine fiese Kante und ich bin voll mit dem Kopf dagegen geschlagen. Das hat so weh getan. Ey, das ist noch eine andere ID. Theta, turn around. Ah ja, hier, Theta, sofort umkehren. Wir haben Epsilon versiegelt, um den weiteren Betrieb zu gewährleisten. Vermasselt es nicht. Ah, Azaro, Karl war nicht mein Fehler. Oh, was haben wir denn da? 0735. Amy Azaro. Ah ja, Amy. Ja, das ist die Künstlerin. Also, die hier nebenbei noch zeichnet. 0735 und 0722. Nehmen wir jetzt mal Karls ID.
E-Mail, Entwürfe. Betreff Epsilon, automatischer Betrieb. Stromproduktion wurde gesichert. Wir haben die Fabriken versiegelt, damit das Werk weiterläuft. Alle überflüssigen Systeme wurden abgeschaltet. Sollte jemals irgendjemand zurückkehren müssen, dann bitte nicht vergessen, dass der Stromflussregler quasi am seidenen Faden hängt. Wenn der Schalter umgelegt wird, ist es das dann wahrscheinlich gewesen. Wir sind weg, Karl. Achso, senden. Jo, dann. Oh, Verbindung konnte nicht, was, etabliert werden? Ja. Nee, Moment. Ah ja, guck mal, Power Manager. Könnte ich da welche einschalten? Ich drück mal. Ah. Ah ja. Lösung gefunden. Schalten Sie eine der hervorgehobenen Sektionen ab, um den Strom zur Kommunikationszentrale umzuleiten. Ach hier, hinter uns ist jetzt das Lager aufgegangen. Okay, wir gucken erstmal weiter rum. Hauptfaktor Adams Jane. Position Theta. Johns Dottir Victis. Rogers Baxter. Azaro Amy. Finlay Gavin. Moiran Louise. Und Robotertechniker. Semken Karl. Schenker Ashish. Ashish? Keine Ahnung. So, wir locken uns mal 0735 Amy. Gute Arbeit. Versucht, alle Backup-Turbos in Betrieb zu nehmen und die Produktion auf 60% zu drosseln. Angesichts all der Evakuierungen können wir mit einem leisen und gleichmäßigen Summen überleben. Gibt keinen Grund, das System zu stark zu belasten. 20 bis 25 Jahre Produktion sollten möglich sein, bevor wir wieder auf die Turbos zurückgreifen müssen. Die Roboter werden überall in Pathos 2 immer unberechenbarer und leider gibt es keinen universellen Notausschalter. Da wir wohl nicht nach Epsilon zurückkehren werden, könntest du es mit dem Versiegeln von Sektoren probieren, damit die Helper nicht in wichtige Bereiche vordringen können. Volcheck. Ah, okay, das hier ist eine andere. Wir haben es geschafft, die meisten Backup-Turbos zu verlinken und alle Generatoren zu aktivieren. Epsilon sollte noch mindestens ein Jahrzehnt Strom produzieren können, bevor uns die Abzugschächte durchzubrennen beginnen. Die schlechte Nachricht ist, dass es mit den Maschinen schlimmer wird. Wir haben eine Lösung zu ermitteln versucht, sie alle abzuschalten, aber angesichts der riesigen Menge an Einheiten bei Epsilon sieht das nicht gut aus. Ich mache mir wirklich Sorgen, dass sie die Stromproduktion unterbrechen könnten, wenn wir weg sind. Irgendwelche Vorschläge? Nö. So, das Lager ist an. Wir gehen jetzt mal ins Lager. Eine Kurzvorstellung der CCRV-7 Blackbox. Diese Blackbox ist ein Präzisionsinstrument zur Beobachtung ihrer allgemeinen Verfassung. Sie misst vielerlei Daten, von der Körpertemperatur bis zur Aktivität der Hirnstromwellen. Diese Informationen werden kontinuierlich an Wau gesendet, der Aufsichtseinheit von Pathos 2, damit ihnen die Station in jeder Situation das angemessene Klima bereitstellen kann. Für optimale Leistung folgen Sie bitte den Autoinjektoranweisungen. So stellen Sie sicher, dass das Implantat ordnungsgemäß angewendet wird. Wow, na toll. Das wird... Nimm mal den Text weg. Ah ja. Okay. Hä? Einmal da unter der Wirbelsäule... Eine Halswirbelsäule eingehakt. Und dann da oben bis hinterm Ohr irgendwo am Kopf. Na Glückwunsch, ey. Wenn es mal irgendwann so weit ist, dann gute Nacht. Ach, guck mal, hier liegt so ein Teil sogar rum. Hätte gedacht, das ist leer. Aber wir können es leider nicht nehmen. Das darf ich ausnahmsweise mal... Doch! Vorsichtig. Zack. Aber das geht nicht.
Huch. So. Also Lager können wir wieder ausschalten. Die beiden müssen wir abschalten, damit wir die Kommunikationszentrale einschalten können. Aha. Ich will gerade nur mal ein bisschen rumprobieren. Okay, also die können wir eh immer einschalten. Und um die einschalten zu können, müssen wir da die beiden abschalten. Fühlt sich das Teil eigentlich irgendwann wieder auf oder einmal benutzt und das war's dann? Das weiß ich nicht mehr. Das geht nicht, genau. Wir sind von da unten gekommen. Oder von oben? Ne, von hier unten. Genau, wir sind von hier unten gekommen. So, dann gehen wir erstmal jetzt hier rein. Wurden diese Einheiten zusammengebaut, ne? Oder eine der Strecken, an denen was montiert wurde. Der da unten redet mit uns, da gehen wir gleich mal hin. Kann ich den noch mal anfassen oder macht er was mit mir? Also. What are you? Ah, ja. Are you blind? It's me. Carl. Carl Semke. Ah. Wrangler? Any of this sound familiar to you? I know, actually. Well, thanks for being so helpful. It's not like I'm knocked out on the floor or anything. Karls? Naja, Dasein wurde in diesen Roboter transferiert, ne? Irgendwie. Oder der Roboter denkt, er wäre Karl. Irgendwie so. Das ist bestimmt das Zeug, was sie den Leuten in den Nacken geklatscht haben. Aha. So, jetzt ist hier erstmal Ruhe. Halt. Uiuiui. Ich dachte, das hört irgendwann auf, aber anscheinend nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Kommt nicht wieder vor. Ich mach mal hier zu. Das kann man sich ja nicht anhören die ganze Zeit. So. Eins haben wir. Dann. Das andere, was da gemeint war. War da mit Sicherheit das hier drüben. Die sind ganz schön verschwommen da oben, die Schilder. Bitte lesen. Wir haben das System überlastet. Wenn dieser Hebel betätigt wird, gibt es kein Zurück mehr. Wer ihn zieht, sollte einen triftigen Grund dafür haben. Weil den haben wir doch. Geht's hier weiter? Ah ne, hier ist eine Scheibe. Okay, die habe ich nicht gesehen. Na dann. Hat auch das Teil deaktiviert, ne? So, dann könnten wir die Kommunikationszentrale öffnen. Oh! Da ist er ja wieder. Na? Ich muss da nochmal hinter, weil ich muss da nochmal was anschalten.
irgendwie ganz komisch aus. So ein bisschen wie irgendein Dinosaurier. Ja, genau. Geh mal da rein. Und tschüss. Weiß jetzt halt nicht, da hinten war noch so ein anderer Raum, ne? An der Leiche von Karl rechts vorbei, wo wir da die Karte von Amy im Spind gefunden haben. Da ging es ja noch woanders lang. Ich weiß jetzt immer nicht, ob wir da nochmal zurückkommen zu den Stellen hier oder... Oh. Gib mal unseren Standort ein. Achso, wir sollten uns bei... Warte mal. Lambda, oder? Ah, das sieht gut aus. Bisschen aus wie das Assassin's Creed-Zeichen. Are you there? I found the dome ceiling. Oh, that's better. Simon, was it? Jared. Simon Jared. Hi, Simon. I'm Catherine. Have you figured out what's going on yet? Me? I was hoping you'd have some answers. I probably have some. What do you want to know? Where do you even begin? I mean, what is this place? How did I get here? And why do the robots talk like they're people? Well, you're at Upsilon, clearly. Have you never been there before? Where did you work? The Grimoire in Toronto. Is that really important? No, I mean, where did you work at Pezos 2? I don't know what that is. That's unexpected. Did you come directly from Toronto? Yeah, I did. And it was very unexpected. Have you seen any people? Like, staff or field technicians? Only robots. Crazy ones. This is also strange. You're telling me. Oh. What was that? Whoa! What's going on? I think this place is about to collapse. What do I do? Simon, come to Lambda. How do I get there? There are shuttle trains connecting all the sites. Find one and come here. I'll wait for you. Uh-oh. Oh, jetzt ist aber shit, die Kacke am Dampfen hier. Shit, where do I... Where should I... Oh, fuck! Ah! Ups. Bin ich tot? Gehört das dazu? Hilfe! Ah, Gott sei Dank. What? What the hell? How is this possible? Mist, ja, da hätten wir unten in die andere Tür vor noch gemusst. Ah, schade. Aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Na gut, wir könnten erstmal fliehen, auch vor diesem Vieh, was uns da verfolgt hat. Sind das erste Mal tatsächlich richtig, richtig unter Wasser, im Wasser unterwegs. Ja, und hier geht's beim nächsten Mal weiter. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.